Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Hi, ich wollte mich eigentlich nicht mehr aufregen und deshalb eigentlich auch keine Videos mehr machen, weil ich reg mich da jedes Mal so wahnsinnig drüber auf. Das geht wirklich auf die Gesundheit langsam bei mir. Und auch jetzt schon wieder ist es bei mir. Mein Herz, das pocht und ich zittere. Vor Wut schon wieder. Also worum geht's? Ich wollte eigentlich meine Wohnung aufräumen und dazu eine AfD-Rede heraussuchen, weil es ist ja in Hessen Wahlkampf und ich dachte, da ist bestimmt eine Veranstaltung, wo eine Rede gehalten wurde. Also gehe ich hier oben in die Suchleiste, tippe da wie immer AfD ein und normalerweise kamen dann immer die Kanäle, die ich abonniert habe, zum Beispiel hier. Also ich habe mein alter Kanal wurde ja gelöscht. Leider mit 7 Millionen Aufrufen und 12.000 Abonnenten. Das ist auch wieder eine ganz tolle Zensurmaßnahme. Egal jetzt, darum geht's nicht. Da habe ich jetzt hier schon wieder so irgendwie knapp 200 Kanäle abonniert mit meinem neuen Kanal hier an der Seite. Ne? Und da wurde in der Vergangenheit dann immer, wurden dann die neuesten Videovorschläge hier angezeigt. Und das hat Google oder YouTube bisher ganz gut hingekriegt. Also tippe ich hier oben AfD ein, suchen. Und was kriege ich hier? Ein komplett anderes Bild als vorher. Angela Merkel, Seitenhieb auf AfD bringt Bundestag zum Lachen. Von Stern. Gefühlte Angst, wie die AfD im bayerischen Deggendorf den fremden Haar schürt. Von Spiegel TV. Bayern, Verfassungsschutz beobachtet rechtsextreme AfD-Mitglieder. Böse. Nicht aufregen. Okay, dachte ich, jetzt muss er ja gleich mal kommen. Scroll ich runter hier. Wieder Welt. Also fangen wir erstmal an hier. Stern. Lügenmedium. Lügenpresse. Spiegel TV, Lügenpresse, Welt, Lügenpresse, Welt, Lügenpresse, Stuttgarter Zeitung, kenne ich nicht. Aber hier die Überschrift sagt schon alles, AfD-Meldeplattform, unmöglich diese Verleumderei. Lügenpresse, die Neuen, was mit der AfD im Landtag kommt, kontrovers, Lügenpresse, BR24, AfD-Pressekonferenz, ja gut, das ist hier wieder Welt, aber Welt ist auch Lügenpresse. Welt, BR24, Extra 3, Ehring im Gespräch mit Marlies Heidel. Das Petzportal. Muss man sich tatsächlich mal angucken. Aber Extra 3 ist ja eher so eine Linksradikale. Na egal. Rechtsradikale in der AfD. Extra 3. AfD. Schüler sollen ihre Lehrer nennen. Raik Anders. Oh, der ganz Objektive. Raik Anders hätte gerne die Scharia in Deutschland. Egal. Ich hätte jetzt noch einen guten Spruch gehabt, aber das ist dann wieder gesperrt. Okay. RP Online. Merkel, V.S. Weidel, die Kanzlerin ärgert die AfD. Ja, Überschrift sagt schon wieder alles. Am rechten Rand, wie radikal ist die AfD? Ich meine, allein schon die Überschrift, dadurch wird schon wieder was impliziert. Geil. MDR, investigativ, jo. Lehrer seinen Zeiten der AfD. Bohemian Browser Ballett mal wieder die SWR, Lügenpropaganda, die angebliche Möchtegern-Satire. ARD, Welt, Fatz, Welt. Thilo Jung halte ich zwar eine ganze Menge von, ist aber auch links. Wundert mich jetzt, dass der kommt. Ich meine, ich gebe die AfD ein, oben in die Suchzeile, und kriege Thilo Jung raus. Schon wieder RT Deutsch ist ja auch okay, aber ja auch bekanntlich eher links, wahrscheinlich so von YouTube eingestuft. AfD, die Partei der kleinen Leute, Fragezeichen sagt ZDF, Welt, Spiegel TV, Stern, Stuttgarter, BR24, Welt, Extra 3, Welt, WDR, Doku, die AfD in der Problembezirk, Raik Anders, oh, Neo Magazin Royale, wow, ARD, RT Deutsch, oh, ich könnte kotzen, okay, weiter, wie weit geht das noch, ich will das hier nicht... Welt, sag mal, kommt vielleicht irgendwas noch von der AfD, von irgendeinem, zum Beispiel AfD-Bundestagskanal? So wie ich das sehe, geht das jetzt hier ewig weiter, ohne dass da mal wirklich was Relevantes ist. Jetzt, ja, ganz weit unten, wenn man ganz weit runter scrollt, jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Beiträge, die ich eigentlich sehen wollte. Wir werden in eine Meinungsdiktatur gepresst. Ich habe das Gefühl, das wird wirklich immer schlimmer und da kann man nichts gegen machen. Und das ist... Wir müssen ja nicht mehr aufgeklärt werden, aber das normale Schlafschaf, das gibt da vielleicht bei YouTube dann hier oben AfD ein und kriegt dann erstmal hier, weiß ich was, 50 Links zu Mainstream-Medien und kann sich dann irgendeine Anti-AfD-Propaganda aussuchen. Das ist ganz klar eine Manipulation des Zuschauers. Worauf ich bisher immer verzichtet habe in meinen Kanälen, was ich auch nicht machen wollte, wie zum Beispiel dieses abonniert mich, teilt mich,
sagt es auch anderen weiter und so weiter. Da habe ich bis jetzt immer darauf verzichtet. Ich sage das jetzt zum ersten Mal. Bitte ladet dieses Video auch auf vielleicht auch eurem Kanal hoch oder teilt es, weil, versteht ihr, wenn ihr es nicht teilt, ich habe jetzt nur noch wieder irgendwie nur 200 Abonnenten. Dieses kurze Aufrege-Video, das wird hier 50 Mal geklickt, mit ein bisschen Glück 100 Mal. Wenn ihr das nicht teilt oder nicht weitersagt, dann weiß das keiner, dass YouTube manipuliert, dass die Leute manipuliert werden, dass sie verarscht werden, dass sie vor Wahlen gezielt Anti-AfD-Propaganda-Beiträge vorgesetzt bekommen. Von der Systempresse, die alles daran setzen, dieses System zu erhalten und die in keinster Weise mehr die vierte Macht im Staate sind, sondern zu widerlichen Hofstaatsberichterstattern geworden sind. Zu Staatsfunk. Ekelhafter, ich sag Lügenpresse, ohne jetzt weiter zu differenzieren. Hier wird Lügenpresse vorgeschlagen. Abonniert ganz viele Kanäle, auch diese ganzen kleinen AfD-Kanäle und vergesst nicht dabei, hier zum Beispiel, ich mache jetzt nur mal exemplarisch, AfD Coburg, Kronach, vergesst nicht, diese kleine Glocke hier an der Seite einzuschalten. Das werde ich nämlich jetzt bei allen machen. Wie auch immer. Lasst euch nicht den Tag verderben, genießt den Tag. Tut mir leid, ich wollte euch nicht aufregen. Denkt an was Schönes vielleicht. Oder kanalisiert eure Wut vielleicht. Genau, macht vielleicht mal euren eigenen Channel auf. Ladet einfach irgendwelche scheiß AfD-Videos, die ihr zufällig seht, hoch. Einfach nur, damit sich das weiter verbreitet. Schreibt in die Suchvorgänge unten irgendwelche Suchwörter rein, dass irgendwelchen Leuten das als Videovorschlag vorgeschlagen wird. Da kriege ich übrigens, also bei meinem alten Kanal habe ich da wahnsinnig viele Klicks über diese zufälligen Suchvorschläge bekommen. Einfach nur, damit das möglichst vielen Leuten vorgeschlagen wird, wirst du die Funktion auch wieder abstellen. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch.